Anna, was machst denn du? Ich habe das Töpfchen ganz allein geleert. Aber ich hoffe ins Klo und nicht auf deinen Kopf. Ja, klar. Jetzt müssen wir noch Zähne putzen. Ich gehe schon mal ins Kinderzimmer. Ist er nicht hier im Bett? Mein Teddy fehlt. Nein, habe ich schon nicht. Wo hast du ihn denn als letztes gehabt? Weiß ich nicht mehr. Teste suchen, Mama. Ich schau mal unten nach. Teddy. Unterm Tisch ist er nicht. Hast du Annas Teddy gesehen? Ich schau mal in der Küche. Und ich suche im Wohnzimmer. Auf dem Regal ist er auch nicht. Ah, dafür habe ich meine lila Schleife gefunden. Wo könnte er denn sein? Da ist er nicht. Ach, da ist der braune Teddy. Aber das ist der falsche. Der Küche ist er nicht. Im Wohnzimmer war nur der braune Teddy. Wart ihr heute mal draußen? Heute Morgen beim Bäcker, da hatte sie ihn dabei. Oh je, sie wird ihn doch nicht auf dem Weg verloren haben. Ah nein, beim Mittagessen saß Teddy mit am Tisch. Schrank ist er auch nicht. Und dann Teppich auch nicht. Ich habe den braunen Teddy gefunden. Magst du heute vielleicht den nehmen? Nein, den will ich nicht. Dann schaue ich jetzt halt noch im Bad. Vielleicht hat sie ihn irgendwo reingetan. Hier müsste man auch mal wieder ausmisten. Vielleicht in der Badewanne? Oh nein, da war es nass auf dem Boden. Mama, was machst du da? Bin gerade in eine Pfütze reingestanden. Jetzt muss ich mir erstmal frische Socken holen. Nanu, da ist ja der Teddy. Was macht denn der Teddy in meiner Sockenschublade? Haben wir heute Verstecken gespielt? Teddy hat sich in der Schublade versteckt. Na, sowas aber auch. Jetzt können wir wenigstens alle beruhigt schlafen.